Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Manuel Antrak in meinem Peckhams Talk. Ich freue mich, dass du da bist, Manuel. Ich grüße dich. Ja, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön. Jetzt habe ich dich nicht sozusagen in der Profession vorgestellt, aber ich glaube, das muss man bei dir auch gar nicht. Du bist Redakteur, Moderator, Autor, Wanderer und man kennt dich einfach. Ja, die einen sagen so, die anderen so, ja. Aber die Berufsbeschreibung war schon korrekt, absolut. Wir haben uns kurz geschlossen, über was für ein Thema wir heute sprechen. Dann sind wir, oder beziehungsweise ich glaube, ich habe Medien, das Thema Medien vorgeschlagen. Und dann hast du mir gesagt, über Medien, da kannst du mir was erzählen. Allerdings nur über die Medien von früher, von damals und nicht die Medien von heute, weil du schaust kein Fernsehen mehr. Stimmt das? Das stimmt, ist völlig richtig. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen verkürzter Medienbegriff, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass du sagst, rede mit dem Antrag über Medien, weil der ist ja so ein Medienprofi und ja, hat jahrhundertelang für die Harald Schmidt Show gearbeitet und ist der kritischste Beobachter und der deutschen Fernsehlandschaft, bla bla. Und da kann ich halt nicht helfen. Ich meine, Medien ist natürlich mehr. Also ja, natürlich gibt es irgendwie jetzt auch die sozialen Medien. Da bin ich so ein bisschen unterwegs und natürlich gibt es auch irgendwie jede Menge Zeitungen und so weiter und so fort. Da können wir uns sehr gerne drüber unterhalten. Ich bin zeitungssüchtig und lese jeden Tag 1 bis 1,5 Stunden. Aber ja, nee, wie gesagt, also das höre ich aber auch von vielen Fernsehschaffenden, ich sag mal der 90er Jahre, 80er, 90er, Anfang der Nuller Jahre. So Interviews, wenn ich den mal lese, ne? Also ich lese ja eben nur, dass die sagen, ich kann es nicht mehr ertragen. Und zwar vielleicht ja noch nicht mal deswegen, dass man sagt, irgendwie früher war alles besser und jetzt ist alles mies, sondern weil irgendwann ist mal voll und man hat dann auch genug Fernsehen geguckt. Ja, absolut, absolut, absolut. Kommen wir später auch nochmal drauf. Für mich ist das ja, also ich muss dazu sagen, du warst ja schon mal in meiner Sendung, allerdings in der Filmelei, in meiner Filmtalkshow im Mutterschiff, schon 2-mal sogar. Und jetzt bist du hier und für mich ist es absolut, und ich weiß nicht, ob ich es damals habe ich es glaube ich nicht gesagt, weil da haben wir in der ersten Folge uns noch gesiezt, duzen wir uns, wir haben gar verrückt, nicht. Verrückt, Mensch, ja, so, diese verrückte Medienbranche. Aber für mich ist das ja trotzdem, für mich ist es ja eine große Ehre, dass du das mit mir hier machst, generell heute und auch da. Also ich finde das ganz toll, ich bin ja ein Kind der 90er und für mich ist das unglaublich, ja, muss ich wirklich sagen. Wollte ich nur mal an dieser Stelle sagen, ja, das ist ganz danke. Toll. Großer, ich bin großer Fan. Ja, ich bin ein Fanboy. Ein Fanboy. Ja, aber sag mal, ich muss dich trotzdem mal fragen, wenn man im Internet recherchiert, sozusagen über dich, dann liest man ganz oft Harald Schmidt Sidekick. Und jetzt will ich dich mal fragen, nervt dich das eigentlich, dass das immer so benannt wird oder dass man dich wie darauf reduziert oder ist das schon okay? Naja, also erstens mal finde ich nicht, dass es eine Reduktion ist, weil du wirst bei der Recherche bestimmt auch oft genug Wandersachen finden. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich halt nicht der ewige Ex-Sidekick von Harald Schmidt bin. Ja, ja. Die guten Zeiten sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre vorbei, genau. Aber warum sollte ich? Ich meine, ich freue mich eher, weil das... deutet auf eine gute Pressearbeit hin, die wir damals gemacht haben, weil das war ja nur, also bevor ich da saß, wurde das dann immer der Praktikant vom Raab und bla bla bla, also es hatte jetzt nie so einen richtigen Namen und dann war teilweise Stichwortgeber zu lesen, was total an der Sache vorbeigeht, ja, weil das ist, ich meine, wenn waren wir im Gespräch, aber ich habe ihm ja nicht, und denk jetzt mal dran, wir machen was über Polen und dann, ah ja, gut, Stichwort. Ja. Also völliger Unsinn. Und Sidekick ist halt, weil wir uns natürlich, weil wir alles von der amerikanischen Late Night geklaut haben, war da natürlich der stehende Fachbegriff und das war ja auch irgendwie, ja, quasi eine Konstruktion, dass irgendwie Harald nicht mehr länger alleine reden wollte irgendwann und gesagt hat, ich möchte einen Sidekick haben, so wie das Letterman und Leno, unsere großen Vorbilder, auch haben. Dann kam ich als Sidekick dazu und dann auch irgendwie
Susanne an den Pappen als Sidekicks und so weiter und so fort. Ich bin ja nicht der Einzige geblieben. Nee, und wenn man sich dann so die Sidekick-Geschichte anschaut, gerade im amerikanischen Fernsehen, bin ich da in bester Gesellschaft. Nö, das nervt mich überhaupt nicht. Ja, absolut, absolut. Und das ist ja auch sehr, sehr lange gemacht, ja. Erfolgreich sozusagen dann eben. Naja, sehr lange, eigentlich ja nicht. Ne? Also wenn man es naja, also, eigentlich ja nicht. Also ich habe zwar 12,5 Jahre für die Harald Schmidt Show gearbeitet, ja, ja. Aber dann doch im Endeffekt die meiste Zeit hinter der Kamera. Und dann gab es noch ein Jahr Pause. Und so die richtige Hardcore-Zeit, das war Sommer 2000 bis Ende 2003. Das sind 3,5 Jahre. Aber gefühlt, gefühlt. Gefühlt, also, gefühlt, ja, gefühlt. Also das waren auch jede Menge Sendungen. Das waren natürlich, ja, es waren noch nicht mal 1000 Sendungen. Nee, es waren eher so 600, 700 Sendungen. Aber das war halt intensiv und anscheinend hat das mit den Leuten was gemacht. Ja, ja, absolut, absolut, finde ich absolut so. Ich habe mal ein Interview gesehen mit Harald Schmidt irgendwann mal vor gar nicht so lange her und da sagte er zu seinen damaligen Mitarbeitern sozusagen der Harald Schmidt Show, dass man privat oder beziehungsweise hinter den Kulissen nicht so viel miteinander zu tun hatte, weil er immer gesagt hat, man will irgendwie nicht das Pulver verschießen. Also wenn man zu viel miteinander zu tun hat, dann kann man nicht vor der Kamera irgendwie glänzen. Kannst du das bestätigen? Also war das so? Ja, absolut, 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 absolut. Ist das auch dein Credo gewesen? Ja. Also ich meine, das war ja auch... Ich habe ihn auch teilweise daran erinnert, wenn er mir, natürlich haben wir dann überlegt, was abends in der Show so thematisch laufen wird, immer vormittags, mittags. Und da hat er mir schon Sachen erzählt, wo uns dann beiden aufging, nee, komm, lass mal, also erzähl mir das in der Show, ne? Weil dann kommen die Reaktionen natürlich natürlicher. Und das hat ja überhaupt gar keinen Wert, wenn man sich jedes Wochenende beim Grillabend mit der Familie trifft und das ist, alle lachen sich kaputt und ja, das war wieder großartig und am Montag sitzt man da und sagt so, ja, sollen wir jetzt unseren Grillabend-Talk wiederholen oder was machen wir eigentlich morgen? Und nee, das war schon sehr, sehr gut. Außerdem war das eigentlich auch gut, um, wie soll ich sagen, nicht da irgendwie unnütze Bad Vibrations reinzubringen. Ne? Also ganz konkret, stellt euch vor, Frau Schmidt und Frau Antrag hätten sich nicht verstanden. So, wenn man sich ständig privat getroffen hat und dann heißt es so, diese blöde Ziege und, ne? Und dann muss man, ja, aber der Typ ist okay und so und das ist unnötig, überflüssig und raubt irgendwie Energie, die man dann irgendwie für die Unterhaltung der Millionen draußen an den Bildschirmen brauchte. Also das heißt, denken die oder haben die Leute im Nachhinein gedacht, ihr wart befreundet in dem Sinne? Denke schon, aber waren wir ja auch in einem gewissen Sinne, weil ich meine, wir haben schon irgendwie mehr Zeit vor der, nicht vor der Kamera, das ist jetzt ja Quatsch, das war ja irgendwie nur eine Dreiviertelstunde abends, aber natürlich, also in der intensiven Zeit, haben wir uns öfters gesehen als wir unsere Frauen, denke ich mal, wenn man das so zusammenrechnet. Aber wie gesagt, also wenn keine Show ist, nicht zum Geburtstag gratuliert und wenn man nicht seine intimsten Probleme mit jemandem bespricht, ist Freundschaft dann schon ein bisschen hochgehangen. Also ich würde sagen, es war eine ganz hervorragende berufliche Zusammenarbeit und auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wir waren TV-Kumpel. Ja, ja. Ich finde auch so, wie so ein Kreativ, man hat so ein kreatives Verhältnis. Ich mache das ja in der Stört es nicht, wenn ich Tee trinke während unseres Talks? Nein, im Gegenteil. Wir können auch anstoßen. Ich habe ja meinen Kaffee dabei. Ey, das sieht ja fast genauso aus. Meine ist von, ist es uralt, hier schon total abgeschrabbelt. Können jetzt die Podcast-Hörer nicht sehen, aber ist irgendwann mal von Tchibo gekauft, ja? Sehr schön, sehr schön. Wir danken unserem Sponsor Tchibo. genau. Der Milliarden in diesem Podcast. Wer weiß, irgendwie. Ja, eben, jetzt kannst du mal können jetzt gehen. Jetzt kann ich da, kann ich mich mal melden bei Ihnen. Genau. Genau, also ich meinte eben so kreatives Verhältnis. Also so, ich kenne das ja in der Filmelei auch so, da habe ich auch immer die üblichen Verdächtigen, den Tobias Mann zum Beispiel, ja, den Kabarettisten, mit dem mache ich ja ganz viel vor der Kamera. Wir haben uns jetzt auch sogar mal sozusagen privat getroffen, aber grundlegend sehe ich das
genauso. Also, dass man irgendwie dann, man sieht sich dann irgendwie nach 1, 2 Wochen wieder und dann kommt ganz viel auf einmal raus. So, weil da ist so, und hätte man sich dazwischen gesehen, das wäre dann, ja, also kann ich dir nur beipflichten. Genau. Und bei uns nicht zu vergessen, war es ja echt täglich, ne? Ja, ja, genau. Das ist ganz klar. Also das frisst natürlich auch Energie und da muss man irgendwie gucken, dass da nicht irgendwo überflüssige Kamin durch irgendeinen Kamin verschwindet. Ja, absolut. Also wir fangen aber mal ganz kurz vorher an, wenn wir ganz kurz biografisch sozusagen werden. Ich habe gelesen und du musst jetzt immer sagen, dann, ob das stimmt. Also du hast, ich weiß nicht, ob du so angefangen hast, aber du warst Redakteur beim Familienduell und bei Geh aufs Ganze. Stimmt. Das stimmt. Okay. Wie war das? Ja, cool. Also, ja, da, ja gut. Das eine was war macht ein bisschen man da? Cooler als das andere. Das ist auch ja, die Frage. Wie, was macht man dann? Ja, im Moment. Also, jetzt fangen wir mal von vorne an. Also, okay. Erst war ich, das kann man sagen, Jury, Spieleredakteur bei Familienduell. Mhm. So, dann erklär du doch mal noch deinen Podcast-Hörern, was die Grundregeln des Familienduells waren in 3 Sätzen. 2 Familien spielen gegeneinander. Sie müssen sich innerhalb des Teams Begriffe erklären, ohne... Mensch, falsche Show, Mr. Peckham. War das nicht Familienduell? Ja, das war Ruckzuck. Ach, nee, das gleicher Ruckzuck. Moderator, andere Show. Ruckzuck, Werner Schulze Erde. Das ist völlig richtig. Die hatten Kopfhörer auf, haben seine Schulter getippt und mussten dann einen denselben Begriff. Familienduell auch. Der Ruckzuck war noch nicht mal Familien, das konnte auch Freundeskreis sein. Familienduell waren tatsächlich 2 Familien und da war immer das Entscheidende. Wir haben 100 Leute gefragt. Ach, das war nennen Sie ein Werkzeug, nennen Sie einen amerikanischen Schauspieler, nennen Sie eine deutsche Krimiserie, bla bla bla. Und dann gab es da immer die 3, 4, 5, 6 Top-Antworten. Und diese Fragen habe ich mir zum Beispiel ausgedacht. Ne? Habe ich mir ausgedacht. Natürlich nicht alleine und wir hatten dann natürlich auch Vorbilder aus dem Amerikanischen, aber kulturelle Unterschiede, einiges konnte man nicht gebrauchen. Und dann habe ich mir doch da ja den Tag damit vertrieben, mir Dutzende Fragen am Tag auszudenken und so ein bisschen zu brainstormen, natürlich auch mit anderen zusammen, ist ja logisch. Und da haben wir dann immer 100 Leute eingeladen in einen Seminarraum in der Kölner Uni. Und die haben dann 300 Fragen bekommen und dann wirklich immer die Antworten drauf geschrieben. Und dann habe ich die auch, damals gab es noch keinen Computer und nichts, händisch ausgezählt und dann war klar, ach, überraschend sagen auf die Frage nach dem Werkzeug 90% Zange, Quatsch, natürlich 90% Hammer, 6% Zange, 4% Schraubenzieher. So und, war das. Ja gut, das war ja noch vor dem Internet, oder? Vor dem Internet. Selbstverständlich. Ja. Das waren, also ich habe da angefangen 93. Okay. Die goldenen Zeiten des Privatfernsehens, die goldenen Zeiten der Game-Shows, ne? Preis ist heiß. Ja. Familienduell liefen hintereinander bei RTL Plus damals noch. Ja. Und 11:30 Uhr, und das war ja noch eine Zeit, wo bei ARD, ZDF und WDR und so weiter das Testbild lief um diese Zeit. Und die nur erstmal da so zarte Wiederholungen hatte. Das heißt, wir hatten unfassbare Marktanteile, über 50%. Aber es war eine Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und während der Shows war ich dann Jury. Ne? Also man muss ja eingeben, der auf den Falschknopf drückt. Brr, brr, ne? Also wenn zum Beispiel dann auf die Werkzeugfrage einer sagt, Hobel, und das erscheint nicht unter den 3 Top-Antworten. Brr, brr. Und richtig, ne? Und wenn alles richtig erraten wurde, dann hat die Familie diese Runde gewonnen. Und wenn sie die Sendung gewonnen hatte, haben sie 10.000 Mark gewonnen. Und wenn sie 5-mal hintereinander auch noch dann noch die Spezialfrage gewonnen haben, dann haben sie 100.000 Mark gewonnen. Ja. Okay. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, Gott sei Dank. Gab sogar jetzt vor kurzem, ich bin ja Medienexperte, ja. mit Daniel Hartwig eine Neuauflage bei RTL. Okay, das habe ich aber nicht gesehen, weil ich gucke auch nicht so viel Fernsehen, deswegen. Naja, das habe ich natürlich auch nur gelesen und auch nicht gesehen, aber natürlich, weil das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, ne? Familienduell, hä? So. Ein schrecklicher Fauxpas, den ich mir da geleistet habe. Oh, nee, es ist aber bei Ruckzuck hast du nicht mitgemacht.
Sonst hätten wir da eine Brücke schlagen können. Schade. Nein, 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 Schade. nein, nein. Nur Familienduell, wie du ja auch schon richtig recherchiert hast. Ja. Aber sag mal, jetzt bei Familienduell einmal zwei kurze Fragen. Erstmal, wie viele Leute wart ihr in der Redaktion für Familienduell? Und die zweite Frage, diese 100 Leute, wo habt ihr die gefunden? Das waren unsere Bekannten, das war natürlich Das nicht, waren eure das hat ja auch Bekannten. über, das hat ja auch überhaupt gar keinen Anspruch, eine wissenschaftliche Erhebung zu sein. Das war ja völlig egal. Das war ich weiß, meine Eltern saßen immer da, Kumpels von mir saßen da. Ja, du, es gab einen Fuffi dafür, ne? So, also das war ja jetzt, hallo, ich meine, wir sind ja jetzt nicht, nur weil es ein Uniraum war, das war Verzweiflung, weil wir waren hier Räume am billigsten zu mieten. Deswegen war das ja keine wissenschaftliche Untersuchung oder eine statistisch relevante, sodass wir jetzt, oh, wir brauchen so und so viele Frauen und Männer und Altersstufen und Berufe und weiß ich nicht was. Weil wenn es um Sachen geht, nenn deine Lieblingsfarbe, ist das sowas von egal. Ne? Nee, nee, also das. Ich dachte immer, es wäre ein Querschnitt der Gesellschaft, habe ich mir immer so vorgestellt. Ja gut, dann musst du an ein Meinungsforschungsinstitut die Fragen geben und dann kostet es richtig Geld. Ja, okay, ich verstehe. Und euer Redaktionsteam, wie groß war das? Wie viele Leute kann man sich darin vorstellen? Ja, gut, also Circa. wenn man mal alle, also wirklich die Kerntruppe waren 3, 4 Leute. Okay, 3, 4 Leute. Weil das ist ja so, dass wir heutzutage ist das ja immer komplett in den Händen von Fremdproduzenten. Das heißt, die Lizenzen, also für diese Game-Shows gibt es ja Lizenzen, die im Zweifelsfall immer von den Amerikanern gekauft wurden. Und diese Lizenz kam von Fremantle. Und die mittlerweile, und die habe ich sogar noch eingearbeitet, Ende der 90er, das wird alles von Fremantle Deutschland. Die haben dann irgendwie hier eine eigene Produktionsfirma, die dann alles gemacht haben. Ne? Die haben dann die Halle bestellt und den Aufnahmeleiter und die haben alles rundherum fertig gemacht und so dem Sender gegeben. In den Anfangszeiten war das alles noch aufgesplittet und unsere Firma zum Beispiel war ausschließlich für den Inhalt zuständig. Ah, Also es okay. war Aufnahmeleiter und Produktionsleiter die kamen aus München eingeflogen, weil nur damals gab es da anscheinend fähige Produktionsleiter und Aufnahmeleiter nur in München. Und völlig irre, wenn man es heute überlegt. Und aber wir waren so die ganz kleine Firma in Consuls, die eben so die ganzen Fragen zusammengebastelt hat. Ah, okay. Und danach kam Geh aufs Ganze. Ja, nicht direkt danach. Also ja, schon ziemlich direkt danach. So, das ist jetzt Nein, aber. aber habe ich quasi die Seiten gewechselt, weil Stimmt, bevor ich bei Geh aufs Ganze war, habe ich erstmal bei Sat.1 in Berlin angeheuert, in der Unterhaltungsredaktion. Und war dann und habe da zuerst so, keine Ahnung, Development gemacht, also neue Konzepte geprüft, neue Showideen, weiß ich nicht was. Und habe mich dann aber, weil mir Berlin einfach so als Stadt nicht so gefallen hat, doch dafür entschieden, nicht da wirklich hinzuziehen mit Familie, sondern habe dann meinen damaligen Chef gefragt, hast du nicht einen Job für mich in Köln? Und ja, in der Tat, es wurde frei die Stelle des betreuenden Redakteurs bei Geh aufs Ganze. Ah, Das okay. heißt, da habe ich nicht, da gab es natürlich auch Redakteure, die inhaltlich gearbeitet haben und die sich alle diese verrückten Spiele ausgedacht haben und wo steht jetzt der Zong und wo der Hauptgewinn und weiß ich nicht was. Da gab es ja verschiedene Spiele, die dann eben Jörg Dräger mit dem Publikum Genau, gespielt das ist hat, diese Show, wo man Umschlag. mit diesem Rad, an diesem großen Rad dreht und dann diese Buchstaben raten muss. Ja, Du genau, siehst, ich diese habe mich Show ist gut das. vorbereitet für das Sehr, Thema Medien sehr, und Game sehr, Shows. sehr, Nein, die kenne sehr, ich sehr gut. natürlich. Die gibt es ja jetzt auch wieder mittlerweile, gell? Auch die gibt es wieder, und Die gibt zwar es sogar wieder. mit dem Originalmoderator. Ja, stimmt. Mit Jörg und nicht mit Daniel Hartwig. Ja. Ja, und genau, da war ich eben nicht der das also inhaltlich vorbereitet hat, weil da war ich eben der Senderredakteur, sprich, ich habe die Sendungen abgenommen, ob da irgendwie, hab Schnittstelle einfach zwischen Sender und der Produktionsfirma. Ja? Also unter uns ein ziemlich langweiliger Job. Der dann aber interessanter wurde, weil das ist ja dann, also da hatte ich dann auch schon keinen Bock mehr und dann kam die neue Führungscrew bei Sat.1, Fred Kogel und seine Mann und mit seinen super Neueinkäufen, Gottschalk, Harald Schmidt, Fritz Egner und so weiter. Und ja, also der hat jeden Redakteur in Berlin eingeladen und
Als ich dran war, habe ich gesagt, also eigentlich habe ich nicht mehr so eine große Lust auf Geh aufs Ganze. Und dann hat er gesagt, aber Sie sind in Köln, hätten Sie Lust, Harald Schmidt-Show zu machen? Ah, Ja! okay. Und nach diesem Meeting bin ich abends, das war in Berlin das Meeting, und ich habe damals irgendwie bei meinem besten Kumpel Viktor in Berlin gewohnt, und dann haben wir uns ordentlich eins auf die Mütze gegeben an dem Abend. Und ich bin mit Fahrrad mit ihm durch Berlin gefahren und habe gesungen, nie mehr zweite Liga, nie mehr. Ja, also von der Game Show Liga bin ich dann in die Late Night Champions League aufgestiegen. Genau. War aber da eben am Anfang, die ersten 3 Jahre von 95 bis 98, auch der Senderedakteur. Das heißt, ich habe weder Gäste eingeladen, noch habe ich Witze geschrieben, noch war ich Teil des Autorenteams. Ich war, wie ich von einigen Mitarbeitern bei Harald Schmidt liebevoll genannt wurde, der Stasi-Agent von Sat.1 und der böse Aufpasser, ja, der auch manchmal nach der Show gesagt hat, also den einen Spruch, den schneiden wir besser raus. Ah, okay. Kam das öfter vor? Nö. Nö, nö. Nee. Nur wenn es vorkam, dann irgendwie, und der Produzent, nein, das ist super, das war live, das ist halt jetzt so, wie es ist, und das soll Harald entscheiden, nein. Und dann kam irgendwie Harald los, hoch, hat sich das angeguckt und hat dann immer gesagt, ich finde es super, aber wenn Manuel meint, es muss raus, dann muss es raus. Bevor du bei Harald Schmidt angefangen hast, was für ein Verhältnis hattest du zu Harald Schmidt? Mochtest du den? Mochtest du seinen Humor? Oder war das gar nicht so dein Ding, oder? Fan, Du warst Fan, Fan, also okay, du Fan, warst Fan. absolut. Also ich hab Verabredungen abgesagt, private, wenn ich vergessen hatte, dass Schmidt einander lief. Ah, okay. Ne? Das war also wirklich kultisch, Altar Ah, und okay. nee, das war auch damals in diesem, wovon ich eben berichtet habe, dieses Gespräch mit Kogel, war so das Einzige, wo ich sagte, also ey, ich mache das super, super gerne, den Job, aber ihr seid ja immer so drauf, unsere Redakteure vom Sender müssen kritisch gegenüber der Produktionsfirma und dem Moderator sein und das Optimale rausholen. Und dann habe ich gesagt, das könnte ein bisschen schwierig werden, dass ich so total kritisch gegenüber Harald Schmidt bin, weil, ist mein Gott. Und dann haben die gesagt, das kriegst du schon hin. Und wie war dann die erste Begegnung mit Harald Schmidt? War das dann, Und oder total beziehungsweise unspektakulär, total die erste unspektakulär. Zeit, warst du so ein bisschen starstruckt sozusagen oder gar nicht? Doch, schon, Doch ein klar. bisschen, Doch, schon, klar. okay. Aber ich bin einfach irgendwie, und das war im Nachhinein, hat sich das als sehr, sehr gut herausgestellt. Ich habe einfach gesagt, ich melde mich nur, wenn es wirklich absolut nötig ist. Also ich habe mir das erstmal angeguckt, ne? Und ich meine, der größte Showstar oder der eloquenteste Showstar oder der lustigste Showstar Deutschlands, Harald Schmidt, trifft auf die beste, lustigste Produktionsgesellschaft der Welt, Brainpool, die ja da schon die hammer erfolgreiche Late Night Koschwitz produziert hatten. Und alle Autoren, Redakteure, Produzenten konnten vor dicken Eiern, und es waren natürlich nur Männer, konnten vor dicken Eiern also wirklich kaum mehr gehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da kommt jetzt das kleine Game-Show-Licht von Sat.1 um die Ecke und das guckst du erstmal alles an. Ja. Okay. Sag mal, ich weiß ja nicht, wie das war am Anfang, was du jetzt speziell am Anfang gemacht hast, kannst du uns ja gleich, also in der Harald Schmidt-Show meine ich am Anfang, kannst du ja gleich uns erzählen. Aber von deinem Eindruck her, wenn man zum Beispiel am Anfang raus in die Welt damit gegangen ist, zum Beispiel Leute eingeladen hat oder so, war das direkt so am Anfang, dass die Leute ganz positiv darauf reagiert haben, haben gesagt, wow, was, Harald Schmidt, Late Night, da komme ich auf jeden Fall hin? Oder war das eher so, musste sich das entwickeln, musste sich die Show erst etablieren? Wie war das damals? Naja, also erstens mal haben zumindest in der Anfangszeit die Gäste sehr, sehr gut verdient, wenn die da waren. Ah, okay, die haben immer sehr viel, okay. Ich habe mal gehört, dass in Amerika manchmal nichts bezahlt wird, wenn die Leute da
Ist wahrscheinlich Nee, aber bekannt, das oder? war, nee, glaube ich noch nicht mal, weil gewisse Hollywood-Stars, die könntest du ja dann gar nicht bezahlen und die kommen natürlich dann auch, Ah, um was okay. zu promoten und ja, kriegen das dann in ihre Verträge reingeschrieben, wie viel Promotion für den Film, wie viele Termine und dann gehen die lieber in eine Late Night, Ah, okay. als dass sie was anderes machen. Ja, dein Das Honorar kann. überweise ich nachher auch noch, was Ja, ich mir das heute. ist, denkst du, sonst würde ich hier sitzen. Hälfte hast du ja schon. Ich habe dir schon die Hälfte, habe ich dir schon überwiesen. Eine Hälfte Ja, vorher, klar. eine Ja, Hälfte die ist ja so, sonst, nachher. da habe ich aber erstmal geguckt, ob die eingegangen ist, sonst hätte ich hier nicht den Computer Weiß, eingestöpselt. Genau. Ja, ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben hier einen tierischen Delay, ja, weil mein Computer sich direkt nach der Verabschiedung, das ist ja hier alles Lug und Trug, auch dieser Podcast ist zusammengeschnitten und dieses YouTube-Video, und mein Computer hat sich aber sowas von verabschiedet. Der ist gerade mal 2 Jahre alt, von der Firma mit dem dicken Apfel, mit dem angebissenen, und plötzlich war schwarz. Ja, und das könnte natürlich jetzt mit diesem Überweisungsstau zu tun haben. Ja, also dass quasi mein Computer das mit meinem Kontostand abgeglichen hat und gesagt: Hey, Moment, guck erst mal, ob der Typ überwiesen hat. Stimmt, Ja, stimmt. Ja, so, dann habe ich Shutdown, Shutdown. hab ich geguckt und geguckt. Alles klar, Geldeingang, okay, kannst wieder hochfahren. Ja, Jetzt also. verstehe ich, ja, Mein stimmt, ja. Computer, mein Computer hat ja auch eine Seele, ne? Und der will ja auch, dass es mir gut geht. Ist ja mein Computer, ja. Genau, und so weiter. Hinter Wo waren den wir stecken Kulissen. geblieben? Wo waren wir stecken Hinter geblieben? den Kulissen. Ja, Sag nee, mal, wir also sind jetzt du hast. irgendwie bei den ersten Shows. Ob die Gäste gern gekommen sind? Natürlich sind die gerne gekommen. Also das war ja, ja, da muss man ja natürlich auch noch denken. Also damals so, puh. Das war ja dann auch noch so ein Selbstverständnis, was so aus so einer Thomas Gottschalk Late Night oder eben Wetten, dass die berühmtesten internationalen Stars mit Knopf im Ohren übersetzt. Und also ich weiß, dass der teuerste Gast ever mit einer absolut mickrigen Quote Anfang Januar 1996 war Gérard Depardieu. Also da gab es auch noch sowas wie Ausländersteuer. Das heißt, er hat nicht nur, glaube ich, 15.000 Mark bekommen, ja, für seinen Auftritt und seinen riesigen Zinken in so ein riesiges Weinglas gehalten. Ist ein Idol von mir, ja, sieben Flaschen am Wein, 7 Flaschen Wein am Tag, das ist irgendwie großartig. Nee, also irgendwie habe ich so im Hinterkopf, dass die Produktionsfirma mit Ausländersteuer, mit weiß der Teufel was, 27.000 Mark da irgendwie überwiesen hat. Gut, heutzutage. Aber es war schon viel Geld, ne? Also so für 8, 9 Wahnsinn. Minuten Auftritt. Und der Effekt war wirklich nichts, ne? Weil der hat natürlich die ganze Zeit Französisch gebabbelt und dann, gut, der Übersetzer übersetzt, aber also da wurden wirklich Gäste eingekauft, viele wie Harald Junke oder so, der war ja Premierengast, ne? Am 5. Dezember 1995. Also der wäre ja beleidigt gewesen, wenn er nicht in der ersten Sendung der Harald-Schmidt-Show irgendwie eingeladen worden wäre. Und so, die in Anführungszeichen Late Night von Thomas Gottschalk war ja auch so aufgebaut. Da gab es ja eigentlich überhaupt keinen lustigen oder komischen Teil. Da kam ein Gast nach dem anderen und am Schluss eine Band. Und das war dann irgendwie Gina Lollobrigida und so, wen man damals in den 80er Jahren für berühmt gehalten hat. Stinklangweilig, ne? Aber so waren die Zeiten, und das hat ja auch in der Harald-Schmidt-Show sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns davon emanzipiert haben und irgendwann gemerkt haben, ja, die Viva-Moderatorin Heike Makatsch ist nicht nur schlagfertiger, billiger als die großen, in Anführungszeichen, Superstars des deutschen Fernsehens, sondern sie ist halt einfach auch witziger, ne? Und es kommt ein richtig guter Late-Night-Schlagabtausch zustande und nicht so ein langweiliges: Mein letzter Dreh war wunderbar und ich möchte an dieser Stelle noch mein Team grüßen. Ja, Regisseur Xaver Müller, einen tollen Job hast du. Ah, ne? So. Also Schauspieler, wir sind sogar irgendwann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, außer Jürgen Tarrach und Jürgen Vogel, beide Jürgens, außer den beiden darf kein deutscher Schauspieler mehr in die Show kommen. Ja? Weil die sind so langweilig. Ne? Also wenn man sich dann immer noch, also selbst Jahre später, als die ja eigentlich hätten begreifen sollen, was da in Anführungszeichen gefordert ist. Ne? Also kein amerikanischer Schauspieler wird sich da hinsetzen und irgendwie vom letzten Dreh irgendwelche
miefigen Anekdoten erzählen, ja. aber sondern macht dann was, macht einen Handstand, erzählt was von seiner letzten Ayurveda-Kur, bla bla bla. Überlegt sich halt vorher was, ne? Was ist irgendwie, wo kann ich eine gute Pointe setzen? Und das war so ätzend, dass wir gesagt haben, also wenn ihr es selber nicht kapiert, dann werdet ihr einfach nicht mehr eingeladen. So. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja auch so in Amerika, das kommt fast wie das Konzept. Also die kommen da hin und reden über irgendwas letzten Endes und dann irgendwann der Moderator... Guck mal noch einen Filmausschnitt an. Ja, genau. Filmausschnitt oder sowas, ja. Aber genau, nicht genau, so genau. In erster Linie. Okay, also du hast, oder ihr habt dann diese Erfahrung gemacht mit deutschen Schauspielern, ja. Das ist ja interessant auf jeden Fall. Man sich das vorstellt. Ja. Die haben natürlich, ich sag mal, also ich sag, Harald Juhnke, also das ist ja auch alles 27 Jahre her, ne? Oder 26 oder 25 Jahre. Also damals war, ich meine, der spielt ja jetzt mittlerweile auch schon Opa-Rollen, der Jürgen Vogel. Ne? Damals waren das die jungen Wilden. Ne? Aber selbst ein Richie Müller, der ist einem dann auf den Sack gegangen, weil der hat dann irgendwie die Schreibtischplatte angesägt. Also das muss ja jetzt auch nicht sein. Der holte irgendwann dann eine Säge raus und das war dann seine lustige Aktion, in den Schreibtisch von Harald Schmidt zu sägen. Während der Sendung? Ja, natürlich während der Sendung. Ja. So, wir fanden das begrenzt lustig. Ja, wie auch immer, aber das war echt nie ein Problem, Gäste für die Show zu bekommen. Nie, zu keiner Zeit. Hast du denn, also jetzt, wo wir gerade kurz bei Gästen sind, will ich nur mal gerade zwischenfragen, habt ihr auch wirklich richtig schlechte Erfahrungen mit Gästen gemacht, ohne jetzt Namen zu nennen, aber so richtig, wo ihr gedacht habt, das hätten wir besser nicht machen sollen? Also Stichwort Langeweile immer wieder. Klar. Langeweile immer wieder, aber irgendjemand, der randaliert hat oder irgendwas? Oder? Ja, Campino hat es mal versucht, aber dann ist er, das kam nicht so gut an. Okay. Also das hat ihm Harald, glaube ich, auch für immer übel genommen. Ja, der fläze sich dann, da war die Sendung gerade irgendwie 3-4 Wochen alt, fläze sich da in den Sessel und sagte, hey Harald, früher warst du echt mal geil, aber seit du hier diese Show machst, bist du so langweilig. Okay. Also, ja, alles klar, gut, ja, merke ich mir. Und das war, ich weiß nicht noch, irgendwann in den Nullerjahren, da ist dann Campino quasi bei uns, da war ich dann verantwortlich für die Gäste. Und meine Redakteurin sagten, ey, der Manager von den Toten Hosen, der ruft einmal im Monat an, Campino will unbedingt in unsere Show kommen, ne? Weil da waren wir ja mega Kult. Ne? Ah ja, okay. Und da habe ich gesagt, Harald, das ist 6-7 Jahre her und Campino ist natürlich schon eine Nummer. Also, nein. Okay, verstehe. Wir verzeihen viel, wir vergeben nichts, wir vergessen nichts. Ja. aus dieser Zeit, wo du auch sozusagen Gäste rekrutiert hast oder Gäste eingeladen hast, ging das dann, also ich meine, dann ging es ja wahrscheinlich auch dadurch das, was du eben gesagt hast, dass ihr Kult wart, dann musstest du wahrscheinlich nicht zweimal fragen, oder, in dieser Zeit? Nö, eigentlich nicht, aber ich meine, wie gesagt, also dadurch... Also hast du dann erst gefragt und dann gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, erst gefragt sozusagen und dann hat man die Gage ausgehandelt und früher hat man erst die Gage ausgehandelt und dann gefragt sozusagen, oder? Ja, also nein, man muss ja so sagen, also mit dazu beigetragen, dass wir in Anführungszeichen Kult wurden, ich mag das Wort eigentlich nicht so, weil wenn man Kult ist, ist man dann auch schon ganz schnell Kult von gestern und vorgestern. Ich würde ja sagen, wir waren damals ein Muss, ne? Also weil das war dann so... Dass wenn man dann eben auf der Arbeit im Uniseminar angesprochen wurde, ey, gestern geil, oder, Harald Schmidt, ne? Und dann, oh, scheiße, habe ich nicht gesehen. Ne? Denn das war quasi so ein Zwang, das zu gucken und mitreden zu können. Aber dazu geführt hat ja, dass wir immer mehr diesen Mittelteil, sage ich mal, zwischen den geschriebenen Gags und den Gästen ausgeweitet haben. Und das hat dazu geführt, dass wir irgendwann nur noch einen Gast hatten, dass wir kaum mehr Musikbands hatten. Und dass wir dann selbst bei den wenigen Gästen im Jahr drauf geguckt haben, dass eben dann, ja, es lustig bleibt und nicht, früher war es also so ein bisschen, es war dann irgendwie lustig oder halblustig oder wie auch immer oder lustig gemeint und dann kamen die Gäste. Und dann war das im Endeffekt, schlüpfte Harald in eine ganz andere Rolle und war plötzlich der teilseriöse Frager. Und wir haben natürlich Gäste gesucht, die eben nicht diesen Break
hervorgerufen haben, sondern wo man sich bis zum Schluss durchamüsieren kann. So, und da war dann eben, weil wir dann auch eben auf Übersetzung weitestgehend verzichtet haben, ne? Also das ging sogar so weit, dass wir zum Beispiel David Bowie zu Gast hatten, wo wir gesagt haben, also ey, ja, also das muss man einfach machen, wenn der einem angeboten wird. Und David Bowie kommt natürlich dann auch für umsonst, um seine neue Platte zu promoten. Und diesen Talk mit David Bowie zum Beispiel haben wir nicht übersetzt. Ja? Weil wir haben einfach gesagt, wir sind Deutschlands Late Night Nummer 1. Und wenn wir müssen, wir trauen das unseren, oder wir, so anders formuliert, wir verlangen das von unseren Zuschauern, dass die das im Original verstehen. Ne? Und das gibt halt auch noch Haralds Englisch her, dass er irgendwie eben den Talk im Original führen konnte. Auf jeden Fall, wunderbar. Und das war viel lebendiger. Ne? Also wenn dann auch Harald mit Knopf im Ohr und der Gast muss erstmal die Übersetzung sich anhören. Ne? Und da war dann eben auch so ein fremdsprachiger Gast der Knaller. Nicht von der Quote her, ne? Ganz klar. Also auch da ging dann irgendwie die Quote runter. Aber da haben wir eben drauf verzichtet. So, aber was ich sagen wollte, der Pool von deutschen Gästen war natürlich begrenzt. Und das war wirklich teilweise so, dass alle halbe Jahr kam Anke Engelke und alle halbe Jahr kam Bastian Pastewka und so weiter und so fort, weil das dann irgendwie auf einem doch sehr, sehr hohen, guten Humorniveau blieb. Von daher war dann eher so, dass Pastewka dann gesagt hat, echt schon wieder, ich war doch erst im April da, ne? Ich habe gar nichts Neues. Und wir so, hey, du bist doch immer lustig und komm doch mal vorbei. Ne? Also das war dann schon öfters Akquise, dass wir dann gesagt haben, ja, schon fast gesagt haben, also bevor wir jetzt einen schlechten Gast nehmen, einen langweiligen Gast, dann machen wir gar keinen Gast, dann machen wir halt eine Aktion, die bis zum Ende der Show dauert und bis morgen und tschüss. Gab's auch. Gab's Ja, auch. absolut. Jetzt hast du gesagt, gerade eben bei Bowie ging die Quote runter. Wo ging denn die Quote immer eher hoch? Was, also waren das Bei dann die den, Lustigen sozusagen eher? ja, bei den Gästen war ja immer, hoch, weiß ich gar nicht, ob vielleicht mal bei Anke Engelke. Ja. Aber die Challenge war einfach, die Quote stabil zu halten. Ja. Dass eben die Leute nicht abschalten vor den Gästen, was oft so ein Impuls war, weil es ja dann auch noch, muss man ja auch bedenken, auch schon scheiße spät war. Ne? Das stimmt. So, ne? Also selbst wenn man dann sagt, man setzt nicht die Werbung davor, sondern der Gast kommt schon mal rein und die erste Minute ist schon mal ganz fröhlich und dann sagt man, okay, gleich geht's weiter, dann die Werbung. Aber ja, wenn die Leute dann schon ihr sechstes Glas Wein haben und es ist kurz vor Mitternacht und am nächsten Morgen muss man um 6:30 aufstehen, ist natürlich der Abschaltimpuls sehr, sehr hoch. Und da war eben also eigentlich immer die Kunst, da doch möglichst viele Leute dran zu halten bei den Wer Gästen. entscheidet denn, wann die Werbung kommt? Der Sender oder Nö, ihr? nö, nö, Nee. wir. Also es, nö, wir. Also es gibt da, es gab, gibt die gesetzliche Vorgabe, ich weiß nicht, ob sich seitdem das geändert hat, 12 Minuten pro Stunde maximal. Der Sender hat vorgegeben, wie viele Blöcke es geben soll und wann wir die setzen, war eigentlich unser Ding. Und du gibst ja das dann ab, ne? Also überspielst das oder wird schon ja während der Aufzeichnung überspielt. Und ja, manchmal, wenn was geändert wurde, aber was wie gesagt extremst selten vorkam, ich sag mal jede 100. Sendung, wurde es dann geändert und nochmal überspielt. Und dann gibt es da drei schwarze Löcher. Also ich glaube, wir hatten immer drei oder hatten wir zwei. Oder es kann sein, dass sich das auch noch geändert hat. Drei oder zwei Werbeblöcke. Und die konnten wir aber setzen, wann wir wollten. Und wenn schwarz war, haben die ihren Werbeblock reingedrückt. Sehr erfolgreiche, das ist vielleicht auch noch interessant, sehr, sehr erfolgreiche Werbeblöcke. Es war ja dann auch in der Presse und selbst Medienfachleute wie Herr Thoma, ne, von RTL Plus Ob man hat ja den immer noch kennt gesagt, heute, Helmut Thoma, ob weiß man ich den gar nicht, heute Helmut Thoma, ne? Also kannte man es nur einfach Österreicher, so. ja, das war halt Der Sendechef war der das. Senderchef von RTL Plus und er hat das Ding im Prinzip groß gemacht, ne? Mit der super Taktik,
wie ist nochmal sein berühmter Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, im Endeffekt hat er gesagt, ich weiß, dass unser Programm scheiße ist, aber ne, es muss ja den Zuschauern gefallen und den Zuschauern gefolgt, ne? Und der hat ja am Anfang brutal, also alles, was nur ein bisschen Quote war, der hat ja Heimatfilme gezeigt ohne Ende. Ne? Dann irgendwie diese Halbstriptease-Nummer mit Hugo Egon Balder, mit diesen sehr, sehr durchschaubaren Spielregeln. Hauptsache die Möpse tanzen. Und so weiter und so Und wir fort. meinen keine Hunde, ja. Nö. Und ja, und der hat auf jeden Fall immer gesagt, weil der natürlich wahnsinnig neidisch war auf unseren Erfolg. Irgendwann kam der, sehr, sehr spät kam der Erfolg. Und da ließ er sich dann immer vernehmen, das ist ja Kultflop. Ne? Das ist ja Kultflop. Das heißt, will sagen, also selbst damals, der Olle Gottschalk hat irgendwie doppelt so viel Einschaltquote gehabt. So. Und naja, gut, wenn du es oft genug hörst, wir haben das selber geglaubt, ne? Dass also quasi Sat.1 so eine Art Kultursender ist, ne? Der irgendwie uns mitlaufen lässt, weil wir so super Artikel im Feuilleton produzieren und ja, weil uns alle so gerne haben. Und haben immer, ja, natürlich hatten wir Depressionen, wenn wir samstags morgens auf die Quoten von Freitag geguckt haben und dann lief gegen uns irgendein Scheiß bei RTL. Also erst lief 7 Tage, 7 Köpfe, dann lief irgendein Scheiß gegen uns. Und die hatten dann oft das Doppelte wie wir, ne? Wir hatten 9% Marktanteil und die hatten 18, 19, 20%. Und irgendwann, ich weiß auch nicht warum, war dann so der Chef Werbezeitenverkäufer von Sat.1 bei uns. Das muss so 2002 gewesen sein, ungefähr. Und der sagte, ich darf euch mal ein Geheimnis verraten, wir verdienen uns dumm und dämlich mit der Harald Schmidt Show. Ah, Ja. okay. Ihr habt den höchsten Minutenpreis im gesamten deutschen Privatfernsehen. Ja. Okay. Natürlich irgendwie in Beziehung, also den Tausender Kontaktpreis, ne? Tausender Kontaktpreis pro Minute. Natürlich kostete der Werbespot beim Champions League Finale mehr, ist ja völlig logisch, ne? Weil da einfach 15 Millionen Leute zuschauen, ne? Aber für wie erreiche ich 1000 Leute, ne? Habt ihr den höchsten Preis im deutschen Privatfernsehen? Der dann eben, ne, bei Nachmittagskrawallshows furchtbar niedrig war, der Tausender Kontaktpreis. Bei einem Champions League Finale schon höher. Aber bei uns haben natürlich zu Recht alle Werbetreibenden, sämtliche Nobelpreisträger, Supermodels, also die reichen, schönen, erfolgreichen Intellektuellen der Republik, du hast ja auch sehr gerne zugeguckt, Absolut. ne? Ja, Absolut. Man sieht ja, die was aus mir wurden vor geworden dem ist. Ja. Ja, absolut. Die wurden eben vor dem Fernsehen vermutet. Deswegen lief ja auch bei uns ganz merkwürdige Werbung. Audi A8, Porsche, die Zeit. Ja, also ich meine, die Zeit wirbt bei uns für ihre nächste Ausgabe am Donnerstag. Das haben die auch nicht irgendwie bei RTL in der Nachmittagstalkshow bei Hans Meiser gemacht. Also sage ich mal. So, und deswegen konnten die guten Preise verlangen. Und, sagt er, ihr habt im Sender zumindest die sensationellste Dranbleibequote während der Werbung. Okay. Ja, Ah, okay. also weil natürlich bei Blockbustern, und ich meine, man kennt das ja eben dann auch bei Fußballspielen, wenn die Pause kommt, macht man alles und bleibt aber nicht vorm Fernseher. Ne? Wenn da jetzt 5, 6 Minuten Werbung machen und auch bei Spielfilmen, die Leute haben dann irgendwann das raus, intuitiv, wann geht's weiter und dann wieder eingeschaltet. Nee, bei uns hatten wir, ich glaube, eine Quote von 68, 70%, was sensationell ist, dass die Leute auch wirklich die Werbung geguckt haben, weil man soll sich nicht vormachen. Diesen Werbetreibenden ist sowas von egal, wie viele Leute die Show gucken. Denn ist natürlich nur wichtig, wie viele Leute ihre Werbung gucken. Ist ja auch logisch. Ist ja völlig logisch. Und danach wurden die bezahlt und da hatten wir hervorragende Werte. Und er sagte, nehmen wir mal den Freitag. Wenn RTL das Doppelte des Marktanteils von euch hat, haben die die Hälfte der Einnahmen. Okay, Wahnsinn, ne? Ja, das ist auch das ist Und auch. das haben die jetzt nicht, also ich gebe da heute dieses Geheimnis das erste Mal preis, ja. Die Show gibt es ja auch schon irgendwie seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr, zumindest bei Sat.1. Und das haben die jetzt auch nicht an die große Glocke gehangen. Und wir widersprechen, Herr Helmut Thoma,
Das ist nicht nur ein Kultflop, das ist ein Kultgeldbringer. Die haben gesagt, so, ja, das gefällt uns sehr gut, dass wir dieses Image haben. Ne? Also wir leisten uns mal diese verrückte Show. Ne? Nee, von wegen. Die hat richtig, richtig viel Geld verdient. Ja, okay. Ja, das ist ein absoluter interessanter Funfact sozusagen, ja, weil sowas liest man jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht. Genau. Aber das natürlich auch passt ein bisschen zu dem, was mir auch die ganze Zeit im Kopf herumschwebt, nämlich was war deiner Meinung eigentlich das Erfolgsrezept oder haben sich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen oder ist es auch vor allem wegen Harald Schmidt gewesen, weil auf der anderen Seite sind wir ja oder hatten, manche sagen, wir sind in Deutschland so wie keine Late-Night-Gesellschaft, also Late-Night-Formate. Es gab ja auch viele Late-Night-Formate, die haben irgendwie nicht so funktioniert. Heute gibt es das fast gar nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen, so gefühlt. Ja. Aber euer Format war so extremst erfolgreich, was das ja widerlegt eigentlich, diese These. Ja. Also was denkst du, hat das gelegen? Was kam da zusammen? 100% Harald Schmidt, ganz klar. 100% Harald Schmidt, meinst 100% du? 100% Harald Schmidt. Und also er traf auf das Format, was perfekt zu ihm gepasst hat. Mhm. Die Entwicklung war eigentlich auch hilfreich. Also am 5. Dezember 95 lief eine 100%ige David Letterman-Kopie. Ja. 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 Selbst die Scheinwerfer wurden, also das Bild wurde so schlechter gedreht, als es im deutschen Standard irgendwie der Fall war, weil das sieht alles so ein bisschen dusterer und late-nightiger aus bei den Amerikanern und das wurde also wirklich 100% und die Kaffeetasse, alles. Okay. Und Punkt für Punkt, also ich weiß noch, nach drei Shows verschwand die Kaffeetasse und immer mehr wurde es zur Harald-Schmidt-Show. Ja, immer mehr seine Ideen flossen ein, immer mehr ja, kam da irgendwie sein Witz, seine Fähigkeit, ja, spontan Gags, seine Schlagfertigkeit, immer mehr kam sie da irgendwie, wurde sie rausgearbeitet. Und dazu kommt dann natürlich doch schon auch ein gewisser Ehrgeiz. Also den sehe ich halt, die jungen Leute heute haben es anscheinend nicht nötig. Nee, aber das ist, also da muss man schon Biss haben, ne? Täglich, am Anfang fünfmal die Woche, dann lange viermal die Woche, am Ende wieder fünfmal die Woche. Also im letzten Halbjahr 2003, da haben wir dann montags bis freitags gemacht. Und da muss man Biss haben. Und du hast recht, heutzutage gibt es keine Late Night, obwohl sich einiges Late Night nennt, ne? Hier Klaas Umläufer, Jan Joko, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, Joko und Klaas, aber das ist keine Late Night Berlin. Ach doch, es gibt Late Night Berlin, ja gut. Ja, aber ich glaube, die Show läuft 35 Mal im Jahr. Ich meine, das ist doch keine Late Night, das kann ich auch nicht ernsthaft Late Night finde ich auch. Also was nicht täglich ist, ist keine Late Night, weil das ist eben spät in der Nacht, kommt so verlässlich wie die Tagesshow oder die Nachrichtensendung, kommt eben einfach die Late Night. Und alles andere ist eine wöchentliche Unterhaltungsshow. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du das findest, ich würde sagen, früher TV Total war ein bisschen so, weil das lief irgendwie von, glaube ich, von Dienstags bis Freitags oder so, glaube ich. Klar, ging in diese Richtung, also auch mit so einem Gesamtaufbau, Band, Anfangsmonolog und so weiter und so fort. Ja. Hat sich in diese Richtung entwickelt, sagen wir mal. Ne? Also am Anfang hat war es dann doch mehr eben dieses sag ich mal, Pleiten, Pech und Pannen-Ding, diese TV-Beschau. Ja. Ja. Aber hat sich dahin entwickelt und auch klar, ich hätte nie gesagt, Stefan Raab hätte nicht Biss und unfassbaren Ehrgeiz, ne? Sonst hätte er, aber das lassen wir jetzt, ne? Interne Storys über Stefan Raab und seine. Nee, das lassen wir jetzt. Aber der war auch bei euch, das weiß ich. Der war auch bei euch. Ja. Ja, aber ich meine, jetzt TV Total gibt es ja auch wieder mit Puffpuff, ja. Weiß nicht, ob das. Achso, hab ich mitgekriegt, wie gesagt, nie was gesehen. Ja, ja, und dann ist es aber auch nur einmal in der Woche. Also jedenfalls war es, jetzt gucke ich es auch nicht mehr, aber als es mal anfing, war es einmal in der Woche und dann denke ich so, also ich bin das auch überhaupt, ich denke dann so, oh, schade, wenn, ich würde gerne sowas vielleicht gucken, aber halt nicht einmal in der Woche. Ja, also nee, wenn es irgendwie einen unterhaltsamen Ansatz hat, sind natürlich auch wöchentliche Shows okay, nur wenn der Zuschauer irgendwas haben möchte,
Und das ist ja in den USA sehr, sehr krass. Also da gibt es ja irgendwie viele junge Intellektuelle, die halt überhaupt nicht mehr normale Nachrichten gucken, weil Ja. die, siehe Fox News, auch ja einfach nicht unabhängig sind, sondern die ihr gesamtes politisches Wissen und ihre Aktualität aus den Late-Night-Shows beziehen. Ne? Und so ein bisschen war das ja auch bei uns. Und dafür musst du halt jeden Tag sein. Und das war ja auch, also auch inhaltlich fand ich, ging es mit unserer Show bergab bei der ARD, als wir dann nur noch Mittwoch, Donnerstag und später nur noch Donnerstag kamen. Da waren wir auch keine Late Night mehr. Ganz, ganz, ganz klar. Und das habe ich ja schon, das war ja schon bei der Arbeit hinter den Kulissen irgendwie bemerkbar, weil das, was du am Montag noch knallergeil fandst, fandst du am Mittwochmorgen schon nicht mehr so gut und am Donnerstag ist aus der Sendung geflogen. Ne? Und im Endeffekt war das eigentlich dann nur eine Sendung über genau diesen Donnerstag. Und alles, was am Wochenende noch relevant gewesen war, fand dann auch nicht mehr statt. Aber Du warum war musst das so? täglich. Wollte die ARD das nicht mehr je, Ja, also nee, die hatten natürlich irgendwie tausend andere Shows da auf den anderen Sendeterminen, alte Verpflichtungen. Also, das ist ja auch noch ein Grund. Also, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass nicht auch heute es Leute gäbe, die das auch vom Ehrgeiz eben, wie gesagt, täglich stemmen würden. Aber welcher Sender gibt denn 4, 5 Sendeplätze die Woche frei? Ja, Macht halt okay. keiner. Da haben sich andere Formate etabliert, die da aus gutem Grund sind, weil sie entweder viel Zuschauer haben oder wenig kosten. Und dann zu sagen, wie das eben Sat.1 mit einer wahnsinnigen Programmreform gemacht hat, wir räumen das jetzt alles frei für die Harald-Schmidt-Show. Das gibt es halt, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, gibt es nicht mehr im deutschen Fernsehen. Aber was ich auch eigentlich noch sagen wollte, war, als du das gesagt hast, eben mit den mit der Werbung, also dass die Werbung sozusagen, die Werbeblöcke sehr erfolgreich waren und die Leute extra, die Firmen extra geworben haben in dieser Zeit, in Verbundenheit mit diesem, sind wir eine Late-Night-Kultur oder eher dann doch nicht, war vielleicht auch immer der Wunschvater des Gedankens, also dass alle trotzdem immer damals vielleicht auch oder immer ge oder dass dieses, man hatte einfach dieses Feeling, es war das Richtige, und dann hat man gedacht, dass da muss, das ist genau das, wo wir eigentlich hin, also dieser Wunsch nach Late Night war da, dann kam Harald Schmidt, diese Show kam, das war genau das, was man sich gewünscht hat, dann hat man gesagt, da werben wir, das ist genau das, was wir endlich wollen. Aber, und das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, weil es gibt ja nur noch auch irgendwie zum Teil, es gehört ja auch zur Geschichte, dass als dann Harald irgendwann reumütig zu Sat.1 zurückgekehrt ist, das alles andere als erfolgreich war. Ja? Und es war natürlich eine Entwicklung. Und es hat Zeit gedauert. Und also das auch mit diesen Quoten und das, was ich erzählt habe, dass die einen Haufen Geld verdient haben und dass sich die Werbetreibenden danach gerissen haben, das war im Endeffekt so 2002 und 2003. Das waren die beiden mega, mega erfolgreichen Jahre. Auch von den Quoten her, natürlich. Die hätten ja also noch die Sendung, also noch in den, noch 2000 hatten wir, selbst Anfang 2001 hatten wir ganz, ganz furchtbare Quoten teilweise und in der Anfangszeit ja sowieso, ne? So, und da muss man sich das mal reintun. Nehmen wir jetzt mal 95 weg, weil das war ja nur der Dezember. 96, 97, 98, 99, 00 und 01. 6 Jahre durften wir uns entwickeln. 6 Jahre lang, 1000 Shows lang. Ja? 6 Jahre, wo, da war fantastisches Zeug dabei, überhaupt keine Frage. Aber die Quoten waren größtenteils miserabel. Und das kommt noch dazu, welcher Sender erlaubt es sich, irgendwem, der auch schon woanders Meriten erworben hat, 6 Jahre zur Verfügung zu stellen, bis dann alle Absolut. sagen, yes, ja, weil, oder vielleicht auch 7, man weiß es nicht. So, und das wird nicht mehr passieren. Das wird nicht mehr passieren. Und dafür war es eben, diese Zeit hat es wahrscheinlich auch vom Publikum gebraucht, um ne, zu sagen, das ist, ey, wir haben eine Late Night, oh, das ist geil. Vielleicht, das waren ja vielleicht auch die heranwachsende Generation. Also ich habe jetzt viel mit Leuten hier in der Kita meiner jüngsten Tochter zu tun, mit denen ich mich angefreundet habe hier im Saarland. Die sind alle so 15 Jahre jünger als ich, ne? Und für die war Harald Schmidt auch Gott und die haben jede Sendung gesehen. Die haben damals studiert zu der Zeit. Zu der erfolgreichen Zeit. Ne? Achtung. Also 02 und 03. Da haben die studiert.
und hatten noch Zeit dafür. Die sind natürlich auch so da reingewachsen. Ne? Die haben vielleicht einmal im Abitur immer mal wieder reingeguckt, aber nicht so oft, weil sie am nächsten Morgen irgendwie um 8 in der Schule sein mussten. So, und im Studium hatten sie dann mehr Zeit und konnten länger ausschlafen, haben sie dann alles geguckt. Du brauchst ja auch eine Generation, die da so reinwächst. Ja. Ne? Ja, ja. Und diese Zeit, vielleicht gibt es ja auch YouTube-Stars, die könnten da reinwachsen. Ne? Aber man müsste denen einfach Zeit geben. Ne? Und die gibt es halt heute nicht mehr. Ja, ja, das ich auch. Also, ich meine, klingt auch undenkbar übersetzt auf heutige Zeiten. Ich meine, natürlich, ich kenne mich mit dem Fernsehen nicht so aus, ich kenne mich eher mit Filmen aus. Aber wenn ich bei Streamingdiensten ist das ganz oft so, allen voran wie Netflix oder so, die machen nicht mal eine Staffel meistens und das wird ganz viel Zeug wird sofort wieder abgesägt und die lassen sich das nicht entwickeln und so weiter. Die sagen, nee, das guckt keiner weg damit und so weiter. Das passiert ganz, ganz häufig. Das ist also ein Phänomen und wahrscheinlich ist es im Fernsehen ähnlich heutzutage. Jetzt haben wir ja gesagt, Medien damals, Medien heute, jetzt guckst du ja kein Fernsehen mehr. Wann hast du denn, oder wenig, wann hast du denn eigentlich aufgehört? Du hast am Anfang, also aufgehört mit Fernsehen, du hast am Anfang gesagt, auch so ein bisschen, man ist wie ein bisschen übersättigt, so oder so, man kennt schon alles. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht die Kritik an den heutigen Medien, sondern du hast einfach die Schnauze voll. Also du hast nicht mal, ach, ich würde es gar nicht so dramatisch. Oder es sind keine Impulse da? Lustlosigkeit. Nichts Interessantes da. Ja, also ich weiß es nicht, vielleicht ist mir der Bildschirm zu klein, vielleicht ist mir einfach, also ich bin jetzt aber auch kein Streaming-Hansel, also vielleicht ist mir auch diese Festlegung auf eine gewisse Uhrzeit mittlerweile suspekt. Weiß ich nicht. Ich käme nie abends auf die Idee, den Fernseher einzuschalten. Nie, weil dann liegt noch so viel Zeitung rum oder es ist noch irgendwie was am Schreibtisch zu tun. Es ist einfach nicht, also ich müsste mich zwingen. Und das ging in der Tat in der Harald-Schmidt-Zeit schon los. Also in der ARD-Zeit, würde ich sagen. Also das... Da sich jetzt zu zwingen, wenn Stoiber bei Sabine Christiansen zu Gast ist, für alle Jüngeren, also das war, ja, aber das war dann halt schon, man hat dann natürlich darauf gewartet, dass er irgendwie wieder einen rausgehauen hat, irgendein Satzungeheuer oder ein Versprecher oder weiß ich nicht was. So, und das war aber nicht so, ich gucke mir jetzt mal Stoiber bei Christiansen an, sondern ich so, oh. Sonntagabend und ich muss immer noch arbeiten. Ne? Und das war wirklich eine Qual, mir das dann komplett anzugucken. Ja, okay. Ja, aber jetzt nicht nur in diesem Falle. Also ich gehe super gerne ins Kino, aber den einen oder anderen Film verpasse ich. Und früher habe ich irgendwie Programmzeitschriften auswendig gelernt und geguckt, oh, was kommt denn hier und da mal Spannendes, egal bei welchem Sender. Wird mir heute nicht mehr einfallen. Und wenn ich dann mal alle Jubeljahre, also wirklich alle Jubeljahre, einmal im Jahr gucke, also jetzt habe ich aber heute Abend überhaupt nichts vor, habe auch keine Zeitung mehr zu lesen. Ich gucke mal, was abends kommt. Kein Impuls einzuschalten. Fußball-WM, Fußball-EM, DAZN, 1. FC Köln gucken, also obwohl die habe ich auch gekündigt, die Säcke irgendwie hier das Abo um die Hälfte verteuern, ihr spinnt ja wohl 100% Steigerung, ja, nix, dann wird es doch billiger, live ins Stadion immer zu fahren. Ja, okay. Nee, also es ist nichts, also ich müsste mich überwinden und das kann es ja nicht sein. Gut, das ist sozusagen aber auch aus der Sicht des Konsumenten. Hast du denn in deiner ganzen redaktionellen Zeit, in deiner ganzen Zeit, in deiner Arbeit beim Fernsehen eine mediale Entwicklung mitbekommen? Also sozusagen, dass du gesagt hast, irgendwie geht es jetzt irgendwie in diese Richtung oder es wird besser, es wird schlechter, es entwickelt sich anders. Wie kann man das einem Laien wie mir erklären, was da passiert ist in diesen vielen Jahren, die du erlebt hast? Oder hat sich gar nichts verändert? War das einfach immer gleich? Natürlich hat sich was verändert. Also, also medial hat sich ja natürlich verändert, dass auch während der Zeit meiner aktiven Medienzeit, du sprachst eben schon an, dass bei Familien gab es kein Internet und in der Anfangszeit von Harald Schmidt war das auch nicht relevant. Irgendwann kam dann natürlich, ja, wir müssen jetzt auch eine Harald Schmidt Homepage machen.
Und Harald Schmidt Online. Und das habe ich aber alles, habe ich immer sehr, sehr auf die Bremse getreten. Und diese Entwicklung hat man natürlich schon mitbekommen. Und im Fernsehen hat sich natürlich was entwickelt. Also man muss sich jetzt ja nur irgendwie eine, auch meinetwegen sehr, sehr erfolgreiche Show von vor 20 Jahren anschauen. Die könntest du inhaltlich heute nicht mehr machen. Das ist einfach so. Jeder Einzelne nicht mehr. Also da würden sehr, sehr, sehr viel beleidigte Gruppen auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, was war denn das für ein Witz und was war denn das für ein Witz? Das hat Robert Gernhardt, der großartige, legendäre Robert Gernhardt, mal, glaube ich, sehr, sehr schön gesagt. Irgendwie am besten macht man Witze über Wüsten, Sandkörner und entfernte Planeten, die können sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ja, und das war damals schon so. Und natürlich, also ich meine, man kann keinen Witz machen, wenn man nicht, natürlich macht man die Witze über irgendwen. Na Ja, klar. das ist doch klar. Und da gibt es gewisse Etikette, also zum Beispiel Namenswitze sind verboten. Ja, also wenn jemand Lisa Loch heißt, dann sollte man keine Witze über den machen, weil Frau Loch kann nichts dafür. Aber ansonsten feuerfrei, vor allem irgendwie, wenn es jemand ein Prominenter ist, der sich auch schon mal aus dem Fenster gelehnt hat, dann am besten. Aber auch dann ist es natürlich irgendwie, aber ich gehe jetzt nicht in die ganze Witzinfrastruktur, was irgendwie so für uns Go und No-Go war. Das soll ja vielleicht auch ein bisschen Geheimnis bleiben. Aber wenn du nach den Veränderungen fragst, würde ich sagen, die waren unmerklich. Aber wenn man natürlich jetzt noch mal eine Show von, auch wir haben natürlich eine Entwicklung hinter uns gehabt. Also wenn man jetzt nochmal eine Show von Anfang 96 sehen würde und eine von 2003, von Ende 2003 bei Sat.1, das war ein Riesensprung, selbstverständlich. Und Aber waren das eher da. sozusagen auch, was, wenn man, also wenn es um Formate geht, die man damals produziert hat, waren das mehr so die goldenen Zeiten? War da mehr Innovation? Weil jetzt, ich meine, jetzt Ja, gerade was muss man heißt? natürlich sagen, dass die Leute ja so ein Retro-Ding wieder haben, deswegen kommen diese ganzen Ja. Shows wieder. Ja, ich meine, das war ja damals auch schon bei uns. Das hat natürlich hier längst, hier haben das alle vergessen, aber im Zuge dieser großen Programmrevolution von Kogel gab es nicht nur eine Show mit Thomas Gottschalk und nicht nur eine Show mit Harald Schmidt, sondern es gab auch die erste Show von Jörg Pilawa. Und da habe ich ihn ja fürs Fernsehen entdeckt mit meinem damaligen Chef. Und was hat er gemacht? Er hat die Pyramide moderiert. Ja? Und auch das war irgendwie so ein Griff in die Mottenkiste, weil die Pyramide hatte natürlich, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, Ende der 70er, Anfang der 80er, ich glaube Anfang der 80er, hatte Dieter Thomas Heck die Pyramide Ja, die als wöchentliche Pyramide, ja, da Show war ich ein Kind, stimmt. moderiert. Und Jörg Pilawa hat das dann in guter alter amerikanischer Tradition fünfmal die Woche gemacht. Ne? Weil auch das natürlich ein Game-Show-Format was aus den USA genommen wurde. Und da kann man, ja, im Prinzip hat das deutsche Fernsehen schon immer abgekupfert aus dem amerikanischen Fernsehen. Allerdings Ne? muss ich da auch sagen, ich glaube, also ich sehe, ich habe letztens gerade eine Late-Night-Show in Frankreich gesehen, die sieht auch komplett aus wie ein amerikanisches Format. Da gibt es das aber noch. Also es existiert, solche Sachen existieren da scheinbar Ja. noch, im Gegensatz Nee, zu nee, nee. uns. Ja. Also in den USA existiert das ja auch noch. Ne? Naja, na klar, da ist es Also ja. meine erwachsenen Töchter schicken sich, wenn irgendwas sensationell Lustiges, gerade in der Trump-Zeit, war das natürlich eine Fundgrube an großartigen Schnipseln aus den amerikanischen Late Nights. Und das wird sich auch in der deutschen Community rumgeschickt. Also das Late-Night-Genre ist keineswegs tot, aber ich wüsste, wie gesagt, keinen Sender und keinen Moderator, der das in Deutschland ausfüllen könnte. Es gibt andere deutsche Phänomene von Long-Runnern, Stichwort Wer wird Millionär? Da gab es diese Zeit, dreimal die Woche, wie heute. Das lief in jedem europäischen Land und in den USA natürlich auch. Wahnsinnig erfolgreich und nach 2, 3 Jahren war Schluss. Und dann hatten die Leute sich satt gesehen und dann war Schluss. Und hier in Deutschland läuft es heute noch. Ja, Und das das liegt ist natürlich aber an Günther Jauch. Und das liegt natürlich an Günther Jauch. Wenn du es als okay. reine Quizshow machst, Ja. verliert das irgendwann seinen Reiz. Aber wenn du irgendwie das dann noch ausbaust und stundenlang die Kandidaten fragst, wofür sie das Geld gebrauchen können und dann beim Thema Garagenausbau dann stundenlang ins Detail gehst und das sehr, sehr unterhaltsam ist, das macht die Qualität dieser Show aus.
und doch nicht irgendwie, ob ich die 32.000 Euro Frage Ja, gewusst also es hätte oder steht und nicht. Das ist fällt immer mit der Person. absolut, absolut. Ist auch eine Personality-Show. Und Ja, 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 die gibt es ja, immer ja, noch. Und ja. irgendwann wird auch Günther Jauch aufhören, so wie andere Ikonen wie Frank Plasberg jetzt aufgehört haben. Aber natürlich sind's alle Ja, ich meine, Personality-Geschichten, klar. in Amerika hat man das ja dann auch irgendwann mit Jimmy Fallon zum Beispiel, hat man das ja auch wie verjüngt oder man ein bisschen anderes, leichtes anderes Konzept reingebracht Genau, und so genau, weiter. genau. Aber ja, leicht, aber eben der Rahmen bleibt. Der Genau. Rahmen bleibt, genau. Ja. Ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, mit Jörg Pilawa, den du sozusagen auch entdeckt hast, hast du gesagt? Wo hast du den denn entdeckt? Wo war er denn? Er war bei Radio Schleswig-Holstein. Ah, okay, bei Radio Schleswig-Holstein, Also das ja. war wirklich, das gibt es heutzutage auch nicht mehr. Also entweder, Ja. ne, also das Stichwort dieser alten Game-Shows, die wiederkommen, Ja. entweder nimmt man den alten Moderator oder es moderiert alles Daniel Hartwig. Ne, oder es moderiert alles Kai Pflaume. Ne? Und, das gab es, glaube ich, irgendwie seit Jörg Pilawa nicht mehr, dass man noch richtig so ein altmodisches Casting gemacht hat. Ne? Also Okay. da wollten wir wollten da ein neues, total unverbrauchtes Gesicht haben. Wir brauchten auch eins, weil wir wollten irgendwie keine öffentlich-rechtliche Schnarchnase haben. Und so viele Privat-Mega-Moderatoren gab es nicht. Und dann haben wir so ein richtiges Casting gemacht, wo 10 Leute vorbeikamen und Moderationen gesprochen haben, schon mal so eine Probe-Pyramide-Show gemacht haben und sich mit so Pseudo-Kandidaten, also ein richtig altmodisches Casting, ohne Casting-Couch. Und so, und die waren, also in meiner Erinnerung, kann mich auch täuschen, aber die hatten alle extrem wenig oder überhaupt gar keine Fernseherfahrung. Und wie gesagt, Jörg war ein sehr, sehr eloquenter, gut aussehender, junger Moderator, aber Radiomoderator. Ne? Also er konnte quatschen, ne? Ja. Das war auch bei, waren andere Kandidaten dabei, die eher von der Optik kamen, sag ich mal. Auch so Typ, ne? Models, männlich oder weiblich. Und ja, da war aber nach 2 Sätzen Schluss. Und klar, der Pilawa kann quatschen, also schon von Radiozeiten her. Und dann hatte der auch noch die super Optik. Und dann haben wir gesagt, du moderierst jetzt diese Show, obwohl den kein Mensch kannte. Ja. Ah, okay. Und so ging das dann los. Dann hat er ja später, dann wurde die Pyramide auch relativ schnell eingestellt. Und dann hat er aber eben diesen Daily Talk bekommen. Und dann startete die Karriere von Herrn Pilawa, genau. Ja, also absolut. Also mir geht das oder mir ging das beim Fernsehschauen immer schon so, dass ich mich, also immer schon so sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren oder so, dass ich mich immer frage, gibt es eigentlich keine anderen Moderatoren mehr oder Moderatorinnen, je nach Sender. Also auf ProSieben macht es eigentlich Joko und Klaas alles und Elton. Barbara Schöneberger macht auch fast alles, habe ich das Gefühl. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch okay. Ich meine, das ist Nein, das ja. sind auch alles super Leute, aber trotzdem fehlt einem mal ein neues Gesicht. Das sehe ich genauso. Ja. Aber das bedeutet ja auch immer Risiko, ne? Ja, Also, ja, ja, Barbara ja, Schöneberger kriegst du. Es ist eine Quotengarantie, ist eine Garantie von einer eloquenten, gut aussehenden Frau. Und da weißt du, was das ist. So. Also, ich würde mir das auch manchmal wünschen, weil, also auch gerade Stichwort Radio, ne? Also, da ist ja. Doch eine Menge an guten Leuten in den letzten 2 Jahrzehnten nachgewachsen. Wieso lässt man die nicht auch mal vor der Kamera? Podcast-Helden wie du, Ja, genau, ja. Ja, gut, ich warte ja? noch. Ich würde gerne die Pyramide moderieren, muss ich ehrlich Ja, siehst du mal, sagen. siehst du mal, siehst du mal. Also, Ja. wenn du da irgendeinen Ja, Kontakt aber ich bin, herstellen aber nein, 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 ich bin da kannst. raus, ich bin raus, ich bin. Okay, Also, schade, schade, naja. nichts, ich bin als Medienmensch nichts mehr wert. Ach Gott, nein, das Keine stimmt doch gar nicht. Nein, das Kontakte, stimmt doch gar nicht. natürlich. Das stimmt doch gar nicht. Nein, nein. Das war sogar in den letzten Harald Schmidt-Zeiten so. Also da kam dann natürlich immer mal wieder eine Anfrage, kannst du nicht hier was für mich tun? Keine Ahnung, aus unterschiedlichen Gewerken so einer Fernsehproduktion, Leute, die ich von früher von den Game Shows kannte. Und ich habe gesagt, ich kenne echt niemanden. Ich sitze hier in diesem Elfenbeinturm, Harald Schmidt Show. Abends wird die Sendung abgegeben, entweder bei Sat.1 oder beim WDR. Ich kenne keinen, wirklich, sorry. Ne? Also ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus nur mit einer Sache und das ist die Harald Schmidt Show. Scheuklappen auf und fertig. Ja. Aber das, weil du das sagst, auch mit dieser
diese ganze Ära sozusagen der Harald Schmidt-Show, und ich habe das ja gelesen, also Sat.1, dann gab es das auch mal auf Sky. Warst du da auch dabei? Nein. Da warst du nicht dabei, gell? Aber du warst dann wieder, dann, nee, Sky war von 2012 bis 2014, das heißt, Sky war eigentlich ganz zum Schluss, gell? Ja. Soll ich es dir nochmal aufdröseln? Drösel mal. Also, 1995 bis 2003, ja. Ende Dezember 2003, die gute alte klassische Sat.1 Harald Schmidt-Show. Dann das berühmte Kreativpausenjahr 2004, ja. Was endete mit einer Show Ende Dezember 2004 bei der ARD, wo Herr Schmidt mit Bart zurückkam. Ach, ich erinnere mich, ja. Siehst du? Erinnerst du dich? Dann 2005 bis Mitte 2006, nee, falsch, bis Mitte 2007. Also 2005 bis Mitte 2007 die Harald-Schmidt-Show mittwochs und donnerstags bei der ARD. ARD, ja. ARD. Dann von Mitte 2007 bis Mitte 2009 Schmidt und Pocher. Ach ja, das ebenfalls gab's ARD. Auch, genau. Dann gab es Schmidt und Pocher. Da war der Herr Andrack nur zur Hälfte dabei. Also das erste Jahr bin ich dann auch nochmal zurückgegangen von vor der Kamera, hinter der Kamera und habe ein Jahr Schmidt und Pocher gemacht. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Mhm. Aber dann war noch ein Jahr Schmidt und Pocher. Dann war 2009, dann muss 2009 bis 2010, aber da sind deine Aufzeichnungen wahrscheinlich irgendwie exakter. Dann muss ein Jahr Sat.1 noch gewesen sein und ganz am Schluss Sky. Ich habe von den Aufzeichnungen her genau, habe ich noch 2011 bis 2012 Sat.1, 2012 bis 2014 Sky, aber keine Ahnung. Ich wollte nur mal so generell so ein bisschen. Okay, dann war bis... Das habe ich bei Wikipedia gelesen. Ich weiß nicht. Ja, du, in Wikipedia steht ja so viel drin. Keine seriöse Quelle, okay. Aber ja, doch. Also, aber natürlich. Man sollte es sich durch andere Quellen bestätigen lassen. Natürlich. Und in dieser Zeit, also ist ja jetzt schon einiges da eben auch, Senderwechsel und so weiter und so fort. Und du hast ja gesagt, es hat sich auch bei der, als ihr bei der ARD wart, war das schon ein Riesenunterschied zu Sat.1 im Sinne auch der Inhalte wahrscheinlich auch, oder? Oder Inhalte, oder konnte man die gleichen Inhalte transportieren auf der ARD? Naja, wir hatten halt einfach weniger Sendezeit. Nein, konnten wir nicht. Konntet ihr nicht. Und für dich war, also war das für dich dann sozusagen so eine Reise, dass du gesagt hast, es geht, war es ein Auf und Ab? War es eher ein, es ging sehr hoch und dann ging es eher so und dann hat man gemerkt, irgendwann ist die Luft raus oder hatte man da, oder war es einfach irgendwann einfach vorbei und man hat gedacht, so jetzt machen wir mal was Neues? Sag mal so, vom Gefühl her war das bei Sat.1 bis Ende 2003 eine Party, die immer wilder wird. Okay. Und zu ARD-Zeiten war es ein Kaffeekränzchen. Okay. Also sozusagen, es war nicht mehr so herausfordernd zum Schluss dann, oder? Für dich Nein, persönlich auch? Halt, ja, für mich persönlich überhaupt nicht. Das ist, ich meine, das, die ganzen Sachen, die auch die Leute gemocht haben, an Helmut Zerletz, Porsche, die Winterreifen wechseln oder das Geplänkel irgendwie mit Harald Schmidt, wenn der erste FC Köln mal wieder verloren hat. Das ist alles weggefallen. Das ist alles weggefallen. Wir hatten, dazu muss man dazu sagen, das war ja nicht nur Mittwochs und Donnerstags, sondern Mittwochs und Donnerstags je eine halbe Stunde. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Das heißt, statt fünfmal eine Stunde Sendezeit, war es einmal eine Stunde. Und da haben halt gewisse Elemente keine Chance mehr gehabt. Also auch da haben wir ganz oft auf Gäste verzichtet. Und dementsprechend ja, wurde nicht nur meine Rolle, sondern auch die von Helmut Zerlett und Susanna und wer da alles noch rumturnte, wurde immer mehr zurückgefahren. Ne? Und das hat der Sendung nicht unbedingt gut getan, glaube ich. Ne? Weil so dieses, ach, da kommt meine Ersatzfamilie, der TV-Friend. Das wurde dann zurückgenommen und es wurde halt so eine normalere, wöchentliche Unterhaltungssendung. Ja, stimmt. An diese halbe Stunde erinnere ich mich auch. Da hat man eingeschaltet und dann war es schon wieder vorbei. Das Richtig. War irgendwie nicht so schön, fand ich, ja, ehrlich gesagt. Vom Gefühl her sozusagen. Jetzt haben wir sehr viel, also wir kommen jetzt auch fast schon zum Ende. Du hast es fast geschafft.
Jetzt haben wir ganz viel natürlich doch über Harald Schmidt Show gesprochen, Verrückt, wenn es um aber Medien gehen soll, ja. wer hätte das gedacht? Wir hätten noch das Themengebiet Wandern in den Medien. Aber sag mal, wann, also wo wir jetzt schon bei Harald Schmidt waren, wann hast du das letzte Mal Harald Schmidt dann gesehen in deinem Leben? Vor wie vielen Jahren? Oder ist das? Persönlich oder auf der Nee, Mattscheibe? persönlich? Persönlich im Spätsommer 2014 auf der Insel Föhr. Zufälligerweise, Zufällig im oder? Urlaub. Er war im Urlaub, ich war im Urlaub Ach, und echt? wir hatten uns nicht verabredet. Und ich trug, wie das irgendwie natürlich ein stolzer Weltmeister-Fan macht, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft als Strandbekleidung. Und ja, und er saß da in der Terrasse und winkte fröhlich. Und dann haben wir uns sehr, sehr nett unterhalten mit Frauen, ja. Aber wir haben ja auch keinen Job mehr zusammen gehabt, also deswegen war das okay. Und das war sehr nett. Und seitdem nicht mehr. Okay, aber das war sozusagen nur ein Zusammentreffen. Also ihr habt da nicht den Urlaub miteinander verbracht, noch den Rest oder Nein, kann nein, ja nein, nein. sein, Sehr kann ja lustige sein, Idee. auf die guten alten Zeiten oder so, ja. Nein, nein, nein. Mag ja sein. So, und eigentlich meine Abschlussfrage ist eigentlich deine Prognose. Also denkst du, weil du hast ja auch gesagt, also die Prognose für die Zukunft. Du hast ja auch gesagt, inhaltlich könnte man das heute nicht mehr machen, durch unsere politisch korrekten Zeiten sozusagen. Aber denkst du, diese politisch korrekten Zeiten sind nur ein Zeitphänomen und es kommt irgendwann wieder zurück, weil die Leute sich auch ein bisschen danach sehnen? Oder ist das nur, weil wir so alt und eingerostet sind, dass wir einfach unser Hirn nicht mehr weiterentwickeln? Gute Frage. Ist natürlich jetzt so eine Kristallkugelschauerei, aber es doch könnte gut sein, dass es da auch wieder eine Gegenbewegung gibt, ne? Weil genau wenn dann eben so der Common Sense ist, wir lassen alle Minderheitengruppen in Ruhe und packen die in Watte und schließen die irgendwie in ihre Community ein. Wenn das so Common Sense ist, dann ist natürlich die Avantgarde gegen den Common Sense zu sein. So. Und wenn das nicht mehr, wenn die dann, wenn diese Gegenbeziehung, die muss natürlich von den jungen Leuten kommen, ne? Die darf nicht von den alten weißen Männern kommen. Dann, und wenn die dann von den jungen Leuten kommt, dann denke ich mir, gibt es auch wieder eine Gegenbewegung auf jeden Fall. Also, ja gut, also ich habe ja in der Filmelei, in meiner Filmtalkshow habe ich ja viele auch Comedians und Kabarettisten, die erzählen mir das öfter, dass sie auch von Zuschauern angesprochen werden und gesagt wird, ach endlich mal wieder und ich bin froh, wenn ich mal lachen kann und muss nicht aufpassen und so. Also die haben, und da gibt es wirklich welche, die teilweise auch wirklich extremst darauf achten, was sie sagen, aber die, selbst die sagen mittlerweile, ja, so langsam könnte man mal wieder irgendwie Ein den bisschen Schöpfer. Spaß vertragen, ne? Ja, genau. Also wer, und dann muss ich auch sagen, dass also ich habe ja eine Tochter, die ist 14. Ich habe das Gefühl, die ist schon wieder ein bisschen politisch unkorrekter als Okay. die da Tochter meiner ehemaligen Lebensgefährtin, die war so Mitte 20. Das ist so diese absolute Generation, die auf alles achten, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber so die Nachwachsende habe ich das Gefühl, die werden wieder ein bisschen lockerer. Ja? Ja, aber weil die ja sich auch absetzen müssen, ist doch logisch. Ja, die müssen Ja? wieder, genau, das ist dann wieder Die müssen ja wieder was anderes die machen. Gegenbewegung, gell, ist das dann So. sozusagen Und wieder. dieses, also ich sage, ich bleibe jetzt nur beim Thema, nicht Thema Minderheiten, sondern beim Thema Gendern. Also ich meine, das ist ja sowas von spießig und regulierend, ja, dieses ganze Sternchengedöns und nervig von der deutschen Sprache her, ne? Die als Podcast-Hörende zu lesende und ne? Das kann man ja nicht aushalten auf Dauer. Und wer da irgendwie alle fünf Sinne beisammen hat von den eben, wie du sagst, Heranwachsenden, die werden da irgendwie auch wieder opponieren. Und die werden dann auch, also gerade irgendwie viele Sachen finden natürlich jetzt auch im universitären Kontext statt, die werden dann auch in der Uni sagen, sag mal, habt ihr eigentlich noch den Hammer richtig hängen? Ja, wir machen das jetzt mal anders. Ja, absolut. Also ich meine, ich denke natürlich immer, es ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Also wenn jemand halt auch gendern will, dann soll er das ja gerne machen. Und wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, dass es ihm jetzt ganz wichtig ist und er mich jedes Mal schräg anguckt, wenn ich es nicht mache, dann kann ich es ja auch machen. Aber es ist was Persönliches, eine persönliche Entscheidung. Es ist keine gesellschaftliche Entscheidung, meiner Meinung nach. Ja, so.
Wir sind beides alte weiße Männer, wir haben da, Ja, aber wir existieren natürlich auch. Wir müssen die Fresse dürfen, halten. Nein, ja, natürlich existieren wir wir. dürfen ja auch eine Das ist Meinung ja, haben, oder? ich weiß, aber wir reden jetzt nicht über alte weiße Nein, Männer, Rassismus. Also wir sind ja auch natürlich, also ich persönlich bin sehr betroffen, dass ich immer so in eine Schublade gesteckt werde. Aber da reden wir jetzt bitte, bitte, bitte nicht Absolut. Wir drüber. reden da nicht drüber. Wir sind ja auch schon am Ende. Also mit unserem Gespräch sozusagen sind wir vollkommen am Ende. Aber sag mal, ist das für dich dann eigentlich, war das jetzt eigentlich okay, dass wir so viel über Harald Schmidt, über die Harald Schmidt Show gesprochen haben? Oder hast, oder denkst du so, oh, es ist halt Ich habe für jedes dich, Mal das Gleiche? lieber Chris, ich habe für dich eine Ausnahme gemacht. Wenn du es nicht wärst. Okay. Normalerweise versuche ich das zu unterbinden, wenn dann auch Interviewanfragen sind, egal ob Print, Radio, Fernsehen. Und ich habe so den Eindruck, da geht es also so überhaupt nicht um den aktuellen oder Antrag oder den Antrag der letzten Jahre, sondern eben um den Antrag von vor 20 Jahren. Dann sage ich, oh nee, bitte. Also wenn nur irgendwie also ein mini kleiner Teil des Interviews. Sowas wie heute, wo wir jetzt quasi 100%, wo ich nochmal aus dem Late-Night-Kästchen geplaudert habe, das habe ich für dich als alten Fan gemacht und mach's jetzt nie wieder. Ja, das ist ja toll, das ist ja exklusiv. Da habe ich ja ein Exklusivding Absolut. hier, absolut. Aber Absolut. weißt du was? Ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht so geplant. Also ich habe mir das. Ach ja, nö, ist ganz zufällig so gekommen. Nein, Der na gut. Antrag hat mir vorher gesagt, er guckt seit 100 Jahren keinen Fernseher mehr. Und ja, worüber reden wir denn? Über die Tagesschau? Naja gut, also dazu, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ja das erste Mal dich angefragt bei meiner Film-Talkshow, das verlinke ich auch hier in den Shownotes, kann man sich gerne die Folge anschauen. Und da ging es ja um das Max-Ophüls-Festival, ja. Richtig, richtig, So, also da richtig. haben wir eigentlich fast gar nicht über Harald Schmidt gesprochen, muss ich da nochmal Nee, weil sagen. das ist ja auch klar. Also hättest du mich auch in diesen Filmtalk eingeladen und ich hätte gesagt, also meinen letzten Film im Kino, den habe ich vor 25 Jahren gesehen, wäre das, glaube ich, auch nicht so spannend gewesen. Aber da ich, habe ich ja eben auch gesagt, also immer noch leidenschaftlicher Kinogänger bin und auch eben froh bin, dass es hier im Saarland dieses tolle Max-Ophüls-Nachwuchsfestival gibt, Ja. wo ich wirklich wie ein Manischer, ich stelle mir gerade das Programm in dein Podcast ist ja zeitlos, aber jetzt, wo wir das aufnehmen, ist in Absolut. 2 Wochen eben wieder das aktuelle Ophüls-Festival und ich habe mir einen Tag zusammengestellt mit 5 Filmen. Ja, und Okay, das fängt da an. Das ist sozusagen, also wir können ja sagen, wir sind jetzt Mitte Januar. Das ist dann Ende Januar fängt das an. Diese genau. Sendung wird wahrscheinlich erst im Februar Naja, ausgestrahlt. dann ist es vorbei, aber dann kann Oh. man sich schon mal den Ende Januar 2024 frei Okay, nehmen. okay. Das ist eine Woche, dienstags beginnt's. Und dann ist wirklich Bam, 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 Wettbewerb, langer Spielfilm, mittellanger Spielfilm, Kurzfilm oder Dokumentarfilm. Ich versuche immer möglichst viele der ungefähr 12, 13, 14 Filme des Hauptwettbewerbs Spielfilm zu gucken. Und da sind dann halt Tage dabei. Das geht morgens um 9:30 Uhr los und endet abends um 22 Uhr. Und das ist so, wenn du in diesem, das ist auch so geil, ne? Wenn du in diesem Festival-Wahn bist und dann sind die Regisseure da und dann musst du aber schon rausgehen, obwohl das irgendwie ganz unterhaltsam ist, weil dein nächster Film beginnt und da willst du auch einen vernünftigen Platz haben. Und das ist, ach, das macht richtig Spaß, da freue ich mich drauf. Ja, und da, um das jetzt nochmal irgendwie abzubinden, ist natürlich der große Unterschied, weil ich das, dieses Kinogehen und Festivalgehen heute immer noch lebe und das Fernsehgucken und Medien verfolgen eben nicht. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen, also auch bei anderen Gästen, wenn ich die anfrage und man greift sozusagen in die Mottenkiste, das finde ich immer eigentlich so ein bisschen erbärmlich. Aber jetzt habe ich jetzt ist es heute passiert halt, weißt du? Also wenn man dann irgendwie so, Es ist dir es passiert. ist mir passiert, ich wollte es gar nicht eigentlich, aber naja. Naja, aber alles gut. Mir hat Spaß gemacht. Gut, wunderbar. Das Hör freut mich. bloß auf, dich zu entschuldigen. Okay, mache ich. Also, lieber Manuel, ganz offiziell, ich danke dir sehr für diesen interessanten Einblick noch einmal in deine mediale Vergangenheit. Und nächstes Mal reden wir einfach übers Wandern. Ja, machen wir das einfach so. Ja, genau. Find ich gut. Da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, Ja, ich wandere da habe auch ich gern, also da bisschen können was wir jetzt zu gern erzählen. das Und machen. noch was. Ja. Wir haben fast, ich habe gesagt, jede 100. Sendung haben wir vielleicht mal einen 30-Sekunden-Schnipsel rausgeschnitten. Ja. Oder irgendwie, weil wir zu lang waren oder Ja. so. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ne? Wir haben jetzt 1,5 Stunden geredet. Ja? Und wehe, wehe dieser, ihr hört es ja, wehe dieser Podcast ist kürzer als 1,5 Stunden. Na gut, doch, aber diesen Teil, wo dein Computer entschieden hat, weil er meine Na, den habe ich Überweisung geprüft hat, rausgerechnet. das muss Den habe ich ich. rausgerechnet.
Den habe ich rausgerechnet. Okay. Also wir sind jetzt hier anderthalb Stunden. Oh, aber dann wird es vielleicht sogar ein Zweiteiler, wer weiß. Das kann auch sein. Ja, vielleicht wird es ein Zweiteiler, das musst du, aber jetzt bist du in der Pflicht. Mache ich natürlich, absolut, mache ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, wunderbar. Also dann, lieber Manuel, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, auch rein. Ciao.